Mein Thema heute ist die gewöhnliche Mahonie. Manch einer kennt sie vielleicht unter dem Namen Fieberberberitze. Aus der Gattung der Mahonia und der Art Aquifolium. Ihr alter Name lautet Berberis aquifolium. Sie stammt aus der Familie der Berberidaceae, was mit Berberitzengewächse sowie Sauerdorngewächse übersetzt wird. Ja, sie ist mit der heimischen Berberitze verwandt und durch diese Systematik auch verwandt mit Papaveraceae, auf Deutsch Mohngewächse, den Ranunculaceae, auf Deutsch Hahnenfußgewächse und sehr eng mit den Berberitzen. Die Unterfamilie sind die Berberidoidaeae in der großen Ordnung der Ranunculales, deutsch Hahnenfußartige. Die Gattung umfasst etwa 90 bis 100 Arten, die bekannt sind. Seine Herkunft ist Ostasien, wie der Himalaya sowie Nord- und Zentralamerika. Vorab gilt: Alle genannten Angaben beziehen sich allgemein auf die Mahonia aquifolium. Jede Mahonia aquifolium ist individuell und jede Mahonia aquifolium sieht nicht aus wie die andere. Auch sind die jeweiligen Standortbedingungen unterschiedlich gegeben. Somit können alle Angaben von Mahonia aquifolium zu Mahonia aquifolium variieren. Die Mahonie ist ein Strauch, ein Kleinstrauch genauer genommen. Sie wächst buschig, aufrecht und breitbuschig. Locker verzweigt, aber kompakt und auch vieltriebig. Sie ist auch langsam wachsend. Mit einem Jahreszuwachs von rund 5 bis 15 cm erreicht sie eine Höhe von 1 Meter bis 1,60 Meter und eine Breite von 1 Meter. Die Mahonie ist zwar wenig verzweigt, aber ihre Äste sind fest. Das Holz ist gelb, sogar kräftig gelb. Verantwortlich dafür ist das Isohinolinalkaloide. Damit kann man sogar Wolle färben und in großen Mengen ist das sogar giftig. Im Austrieb sind die Blätter leicht rötlich oder auch kupfrig, was sich dann zu grün ändert, zu glänzend dunkelgrün. Da die Mahonie immer grün ist, hat sie auch keine Herbstfärbung, aber wegen Frosteinwirkung färben sich die Blätter dann doch zu gelb, orange oder rot, aber auch dunkelrot oder zum Teil auch purpur. Bei sonnigen Sonneneinwirkung im Winter können sie auch violettbraun oder rötlich-bronzfarben werden. Das gesamte Blatt erreicht eine Länge zwischen 10 und 25 cm, das Fiederblättchen selbst aber etwa 2,5 bis 8 cm. Es ist eiförmig bis elliptisch. Es ist lederartig und sticht kaum. Auch ist es, wie schon erwähnt, gefiedert und paarig gefiedert, genauer genommen 9 an der Zahl. Sein Rand ist gewellt und stachelig mit vielen dornigen Zähnen. 5 bis 9 stachelige Zähne. Die Blätter sind wechselständig angeordnet. Die Mahonie hat die Neigung, im harten Winter seine Blätter abzuwerfen. Es dient als Frostschutz vor der Austrocknung. Sollte das im Winter einmal passiert sein, muss im Frühling dringend die Mahonie zurückgeschnitten werden. Keine Sorge, sie kommt wieder. Die Blüte ist eine Rispe, eine Traube. Naja, eine rispenartige, zusammengedrängte Traube, die zwischen März und Mai blüht. In Gelb, Goldgelb oder Dunkelgelb. Es ist eine kleine Rispe, die zwischen 5 und 10 cm lang wird. Sie steht aufrecht und duftet stark, intensiv nach Honig. Die Frucht ist eine Beere in dicht traubigen Fruchtständen. Die Beeren sind schwarz, in einigen Nuancen wie schwarz-blau, schwarz-purpur, schwarz-rot oder fast schwarz mit einer bläulichen oder hellblauen Bereifung. Sein Saft ist dunkelrot oder bläulich-violett.
den man auch zur Farbstoffgewinnung nutzen kann. Die Beeren sind 8 mm groß, maximal aber 1 cm dick und der Fruchtstand 5 bis 8 cm lang. Sie sind rund erbsenförmig. Reif sind sie schon ab Juli bis August. Die Frucht ist kernhaltig mit mehreren bräunlichen glänzenden Samen. Die Frucht ist ungiftig. Die Samen selbst sind nur gering giftig, sind aber auch nicht schmackhaft, eher sauer. Sie können bei Kindern Durchfall und Erbrechen verursachen. Bei der Mahonie gibt es eine große Auswahl an Möglichkeiten, sie zu vermehren. Durch Aussaat, durch Selbstaussaat, durch Teilung, durch Wurzelausläufern. Sorten lassen sich durch Stecklinge vermehren. Sie lassen sich sogar gut mit Berberitzen kreuzen. Die Mahonie ist ein Herzwurzler, wobei die Hauptwurzel ein Tiefwurzler ist. Die Seitenwurzeln sind flachstreichend, sprich fein verzweigt. Sie bildet Wurzelausläufer, über die sie auch wuchert und dadurch ein hohes Ausschlagvermögen besitzt. Auch die Wurzel hat eine gelbe Farbe und dessen Saft ist ebenfalls stark färbend. Die Wurzel verträgt Wurzeldruck. Auch den Wurzeldruck durch Bäume wird sehr gut vertragen. Sie toleriert auch das Wurzelgeflecht anderer großer Bäume. Nur bei Oberbodenverdichtung ist sie empfindlich. Die Mahonie verträgt fast alle Standorte, von sonnig bis schattig, aber Halbschatten ist optimal. Verträgt aber Sonne, Schatten und Trockenheit. Auch verträgt die Mahonie fast alle Böden. Am besten sind normale Böden bzw. sandig humus bis kiesig humus oder sandig bis kiesig. Optimal wäre es trocken, doch frisch bis feucht ginge auch. Bloß aber keine Staunässe. Humus muss er sein und mäßig nährstoffreich. Dazu noch sauer bis neutral und kalkfrei, denn die Mahonie ist kalkempfindlich. Der Boden muss durchlässig sein. Bis minus 35 Grad Celsius ist die Mahonie frosthart, aber mäßig salztolerant. Sie ist stadtklimafest, aber mäßig industriefest. Aber Raucher, das ist sie. Dafür ist sie sehr anpassungsfähig und sehr unverwüstlich. Zudem ist sie auch robust, aber die Triebe sind anlehnungsbedürftig. Vor allem aber verdrängt sie Unkräuter. Die Mahonie ist in allen Pflanzenteilen schwach giftig. In der Wurzel ist aber noch ein stärkeres Maß an Gift enthalten. Es sind mehrere Alkaloide enthalten und auch noch Berberin. Bekannte Vergiftungserscheinungen sind Bauchschmerzen und Durchfall. Gepflanzt wird die Mahonie im Frühling und oder im Herbst. Containerpflanzen dagegen können ganzjährig gepflanzt werden, außer beim gefrorenen Boden oder bei Hitze über 30 Grad Celsius. Es werden 3 bis 5 Pflanzen pro Quadratmeter gepflanzt. Auch als Hecke ist es möglich. Die Mahonie ist pflegeleicht und hat Pflege kaum nötig. Die Mahonie ist schnittverträglich, aber es ist kein Schnitt erforderlich. Ein Rückschnitt kann durchgeführt werden, wenn es erforderlich ist. Totes und erfrorenes Holz muss entfernt werden. Das kann ab März durchgeführt werden. Auch ein Verjüngungsschnitt wird gut vertragen. Im Juni ist ein guter Zeitpunkt dafür. Dabei nicht zimperlich sein. Auch können die Wurzelläufe eingedämmt und beseitigt werden. Nur die Pflanze dann selbst nicht beschneiden. Der Schnitt allgemein wird im Juni nach der Blüte durchgeführt. Verwendung findet die Mahonie als Unterpflanzung für Bäume, als Sträucher, als kleine Hecke, in Hausgärten als niedrige Hecke, als Gehölzrand, als freistehende Hecke, in schattigen Partien,
in Pflanzgefäßen im Siedlungsbereich, als Straßenbegleitgrün, als Ziergehölz und als Bodendecker. Die Mahonie wird auch von Krankheiten und Schädlingen befallen, wie zum Beispiel von der Rostkrankheit, was mit Pusteln auf der Oberfläche um den Stängeln, was sich in verschiedenen Farben äußert. Auch der echte Mehltau befällt ihn. Schädlinge sind absolut selten.